Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ich kann nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Das ist echt schlimm. Und ich reiß diese Salven ab. Ich bin hier gerade runtergefallen. Meine Hälfte der Lebensenergie ist weg. Und ich glaube, ich weiß, wo der Fehler ist. Der Fehler ist wahrscheinlich, dass ich beim Absprung da hinten, das ist zu weit auf der Plattform drauf. Das müsste so weit wie möglich am Rand. Denn ich glaube, meine Figur bleibt immer so dran, an so, quasi hier springe ich quasi ab und dann bleibt er quasi hier am Boden hängen und ja, dann falle ich immer doof runter. Bisher hatte ich immer Glück gehabt, dass ich immer so an der Seite der Felsspalte gefallen bin und keinen Schaden bekommen habe. Aber gerade bin ich geradewegs fast ohne Unterbrechung runtergefallen und ja. Das wäre es echt gewesen. Gott sei Dank haben wir noch mal Arznei. Gönnen wir uns das einfach mal. So. Trinken. Können wir was pflanzen? Können wir nicht. Ach, das ist Aloe Vera. So. Echse. Yam, yam. So, und gestern Nacht, ey, ich war oben noch am Sammeln und dachte, da auf dem Boden liegt eine Echse. Das war ich weiß nicht, was es war. Es hat sich auf jeden Fall bewegt, dann habe ich ein Schreien gehört und ja, dann hat mich der Mut verlassen und ich bin geradewegs in meinem Versteck gelaufen. Achso, wir wollten es abreißen. Ah, hier liegt auch noch Holz. Bestimmt mal von oben runtergefallen. Scheiße, geht gar nicht, ne? Das heißt, Einstellungen wieder ändern. Bam, 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 bam. War das? Zerstörung von Gebäuden erlauben. Hackebeil, Hackebeil, Hackebeil. Weg ist es. Kriegen wir das so wieder? Nee. Verschwendet. Schade. Ja, das war einfach scheiße gebaut. Könnten wir eine Bank könnten wir oben noch bauen. Eigene Treppe. Ist das voll scheiße, wenn man nicht so nah kann. Oh, ruhig schon ein bisschen schräger werden. Kommen wir unser Ziel schon mal langsam näher. 7 Stück. Hier haben wir ja 2. Ups. Das war schon. Der läuft da einfach lang. Der hat unsere Falle nicht ausgelöst. Doch, die ist ausgelöst. Da ist wohl. Stopp. Oh, Gebäudeschaden wieder ausschalten. Zack, tada. Unterwasserkaninchen. Schade. Also es geht hier auf jeden Fall, es gibt den, geht den Patrouille hier lang. Ah, hier unten baue ich keine Mauer. Das
Ich hoffe, dass sie da auf diesen Wegen langlaufen und dann halt... Klar, wir könnten Knochen gebrauchen. Ja, sie kommen immer näher, die Viecher. Die bösen, bösen Kannibalen. Können wir von hier unten weiterbauen oder muss ich da extra hoch? Oh, ich muss da hoch. Also wie gesagt, ne, wenn euch jetzt hier die Treppen nicht gefallen, weil sie schief sind oder so, ich gehe nicht nach Schönheit, ich gehe nur nach Funktion. Hauptsache, das läuft alles hier. So, dann hacken wir hier unten noch ein Bäumchen kaputt und dann versuchen wir vielleicht doch noch eine Plattform von oben oder so. Ja, nicht so nah an der Schlucht runterkommen. Gut, so sind die Bäume noch so, dass sie nicht runterfallen. Schade, dass wir hier keine Piken oder so bauen können. Ich freue mich, dass es regnet. Also in echt würde es mich voll abnerven, wenn es schon wieder pissen würde, aber in dem Spiel freut es mich jedes Mal, weil wir quasi was zu trinken bekommen. Kann man das nicht einfach hier liegen lassen? So. Dann setzen wir uns eine Runde auf die Bank. Dich gerade gesehen, Exe. So, hier jetzt vielleicht eine Plattform oder so. Nee, nicht hier drin. Oh, entweder zu weit weg in 5 Meter oder 5 Meter zu nah. Oh. Hm. Können wir ein Stück höher bauen? Leicht mit einer leichten Schräge? Sag mal ja. Auch mal 27 Stöckchen. Dann nochmal eine freie Treppe. Das kann man alles so beschissen.
Nee, komm. Ach, das passt mir alles nicht. Gucken wir uns das mal von oben an. Oh, Escape. Ich glaube auch, die Plattform ist viel zu nah. Die müsste weiter in die Mitte. Machen wir mal weg. Gucken wir mal von oben. Zur Not machen wir von oben. Zu Glück. Echse. Oh, Echse. Okay, Stein haben wir schon wieder voll. Oh, schon wieder so eine Echse. Ist ja echt eine Echsenautobahn. Überall kommen sie lang. Dann rennst du deine Mama. Trinken. So, denn nebenbei baue ich hier, wie ihr schon seht, Picken. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber vielleicht hindert ihn das an Hochklettern oder so. Macht ihm vielleicht noch ein bisschen Schaden. Schön wär's. Kein Feind weit und breit. Na, haben wir hier so ein schönes Türchen. Tada. Passt gerade mal unser Wägelchen rein. Ach ne, ich wollte ja noch hier irgendwie... Ah, ich vergesse das immer. Scheiß bauen. Vielleicht irgendwo eine Bank? Ja. Bank vielleicht. Och, da unten im Boden wollen wir nicht. Genau. Ne, hier lassen wir mal frei. Gucken wir mal hier hin, können wir hier in die Ferne schauen. Bei Baumstämme. Das geht. Dann haben wir schon wieder ein bisschen Hunger. Das ahne ich doch jetzt schon. Ich glaube, wir hatten noch einen Vogel oder so vorhin gefangen. Ne, Kaninchen war es. Okay. Aber dann machen wir uns erstmal ein Kaninchen. Wie bitte? Nee. Das ist Jurassic World Evolution. Folge 11. So. Yam, 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 yam. Wir haben ein Vogelhaus. Eigentlich brauchen wir keins, aber sowas, sowas gab's doch. Hier, vier Baumstämme. Ja. Warum denn nicht, ne? So. Ah ja, wir wollten. Und ich hatte mich auch verguckt, wir sind jetzt nicht Tag 13, wir sind schon bei Tag 14. Und ich glaube, Tag 15 wird wieder ein Baumfäller. Tag. So, können wir die freie Treppe? Das passt auch vorn und hinten nicht. Es wäre damals so einfach gewesen mit einer Hängebrücke.
nee, geht schon wieder am Arsch hier. Komme ich hier nicht mehr rüber? Alter. Lass mich veräppeln. Ich muss doch jetzt zum anderen Punkt hinkommen. Alter, das ist echt doof. Kommen wir von hier oben an diesen Punkt da. Ja, ja, ja. Wir nähern uns. Ja, und es kommt nicht ran, oder was? Alter! Jetzt hängen wir hier. Alter, was knapp. Hier. Reicht nicht. Ey, komm. Mach mich nicht fertig. Warum kann man es nicht langziehen, wie man es will? Das ist doch wieder echt... Scheiße ist das. Ich hab eine Idee, dann reiße ich das hier wieder ab. Baue da eine Plattform irgendwie dran. Und von der Plattform geht es hier irgendwie schräg hin. Mann, oh Mann. Zwanzig Baumstämme schon wieder. Ah, da läuft einer. Ich glaube, die Bank hat erstmal Vorrang und die Sonne geht schon wieder fast, geht schon wieder unter. Das ist. Oh. Wir haben ja eindeutig zu viel Holz abgehauen. Der ganze Wald ist ja schon hier fast weg. Und wir brauchen immer noch mehr. Mehr Holz. Was war das denn? Was ist das denn? Das Holz? Ich bin schon paranoid hier langsam. Nein, nicht in die Richtung. Oh. Da war gestern dieses Kackvieh, was mich überrascht hat. War bestimmt der Varan. Machen wir erstmal die Bank. Erstmal die Bank. Hoch da. Ich reiß die nochmal ab. Komm, komm. Ey. Hier oben will ich sie haben. So. Mir ist es vielleicht sogar schon ein Tuck tiefer. So. Und jetzt heißt es wieder runter, bevor die Sonne untergeht. Ich hoffe, die Viecher kommen nicht auf die Idee, hier lang zu klettern. Wie ich eigentlich. So. Nein, 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 nein. Ah, Scheiße. Oh.
Oh, ein Stöckchen, wo war der? Die kann man immer gebrauchen. Dass man nicht gezielt die abbauen kann, das finde ich auch schade. Von mir aus so einen Baum hochklettern und dann einfach die Äste abschlagen. Oder wenn man generell einen Baum abschlägt, dass man dazu ein paar Ästchen bekommt. Regen kommt auch wieder. Dann haben wir hier vorne noch zwei Stöckchen gehabt. Baumstämme meine ich. Mir ist kalt. Ach du Jemine. Er macht trotzdem hier so 3-4 auf dem Boden. Na gut, dann ist das so. Ah, ein dunkler Mond. Ja, gönnen wir uns zuerst mal einen Schluck. Und dann... Ach, wir haben nichts zu essen dabei. Ah, wir finden bestimmt noch was. Federn 17. Geht nicht. Geht auch nicht. Brandpfeil oder so, ne? Steht da nicht. Hm. Ja, reicht der erstmal. Ein paar normale haben, ein paar Brandfedern. Da noch machen. Speertasche. Hm. Ja, ein Hase. Kleiner Steinbeutel. Hasenfellstiefel. Stockbeutel. Boah, da braucht man Seil. Ich habe nur eins. Und drei Tücher. Wir haben nicht so viele. Oh. Wir müssen echt mehr Tücher. Man, dass man auch nicht selber Tücher basteln kann. Aus Laub oder so. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Traue mich eigentlich schon gar nicht mehr wieder rauszugehen. Ah, da wird ihm gleich wieder kalt. Rein. Ja, was sollen wir schon mit dem Geld machen, ne? Es brennt gut. Dann müssen wir gleich schlafen, ey. Kannst ja nichts machen bei dem Wetter. Wenn einem noch kalt ist. Wieder genug Steine? Noch, dann haben wir es voll. Ach komm. Na? Oh, Tür zu. Nochmal einen Dollar drauf werfen.
Tja, was könnte man hier drin noch bauen? Tisch vielleicht aus Deko-Zwecken. Knochen. Eine Kopflampe. Hätte was, ja. So. Tada. Da geht uns ein Licht auf. So, jetzt können wir schlafen, Gott sei Dank. Und nochmal speichern. Ja, dann Tag 15. Ah, ist auch wieder hell, okay. Regnet noch. Was zu essen dabei? Ich nicht. Wir müssen mal das mal wieder auffüllen. Dann müssen wir uns echt nach unten gehen und erstmal was zu essen abgreifen. Genau das. Was ist das? Alter, geh sterben, ey. Was ist das? Genau das hat mich letztes Mal im Wald erschrocken. Was ist das? Missgestaltenes Baby oder was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall scheiße. Alter, das hat mich schon wieder so erschrocken. Das war vor ein, zwei Tagen, also im Spiel halt, da hinten irgendwo. Das hat mich irgendwie gefunden. Drecksvieh. Das kam mir auch gezielt hergelaufen, ne? Oh, wir brauchen ja eh Federn. Bleib stehen. Vogelimbiss. So. Ach, ich lasse ihn mal entkommen. Den braucht man nicht runterlatschen. Okay. Die haben mich. Die wissen, wo ich bin. Die hängen da unten bei meinem Lager. Ja. Jackpot. Wir müssen essen. Wir haben auf jeden Fall unten mein Lager gefunden. Puh. Das heißt, sie kamen wahrscheinlich von hier rechts an der Seite, weil die Fallen waren heile. Soweit wie ich das von hier oben sehen konnte. Und ich wollte eigentlich vorhin schon runterspringen. Ey, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Scheinen wieder weg zu sein.
aber traue dem Ganzen nicht. Mir nicht die Möglichkeit, einen Fallkorb zu bauen. 25 Stöckchen. Weil die werden wir brauchen, definitiv hier oben. Was machen wir zuerst? Hier oben Bäume fällen wieder und... Was wollte ich hier oben bauen? Ja, wir waren bei der, die Leiter. Ja, die Treppe meine ich. Und hier oben können wir auch ein Gestell für Futter gebrauchen eigentlich. Ja, die haben die Falle ausgelöst. Müssen wir doch noch schnell runter. Aber die Leiche fehlt. Kein Ast. Schade, dass für so eine Falle, wo die sofort sterben, wenn sie durchlaufen. Ich weiß nicht, entweder haben wir sie nur verwundet oder die haben ihren verletzten Kameraden oder toten Kameraden mitgenommen, um mir die Knochen nicht dazulassen. Schweine. Ich hätte jetzt schwören können, hier wären noch so Bäumchen, kleine Bäumchen gewesen, die wir halt. Ja, die wir halt benutzen könnten. Da. Wusste doch, hier sind doch irgendwo welche. Das war's schon. Mehr geht nicht. Meine Angst, die ich jetzt habe, ist, dass sie jetzt Verstärkung holen. Die wissen ja jetzt quasi, hier ist ein Lager von jemandem. Die waren vorhin ja hier unten. Hier waren sie ja und haben hier rumgeschnüffelt. Das heißt, man könnte doch vielleicht... Diese Falle finde ich ganz toll. Diese Falle finde ich ganz toll. Drehen wir mal um. Und packen wir sie hier hin. Jetzt hier auch gleich ein Baum freiwillig gemeldet. Keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Wir hacken mal den Baum schneller fertig.
20 Äste. Scheiße. Das habe ich nicht bedacht. Oh, es fehlt Stoff. Wir kriegen die Falle nicht fertig. Scheißendreck, Scheißendreck. Die Äste sind kein Problem, aber wo kriege ich jetzt die, die verdammten beschissenen. Wir essen nochmal kurz was. Mal einen Schluck trinken. Holen wir uns nochmal Äste und wir gehen nochmal oben zum Lager. Weil ich weiß wirklich nicht, wo wir noch irgendwoher Stoff kriegen. Kommen wir hier schon hoch? Ja. Bleib stehen. Danke. Ob so diese komische Fußspinne ist nicht da. So, scheint gut auszusehen. Ah, ist ein Varan. Also hier gibt es jedes Mal nur ein Tuch. Das ist auch viel zu wenig. Um was zu trinken. Boah, das war's. Oh, ich hab den gerade bewegt. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich. Irgendwer ist ja hier. Nee, dann können wir zwar die Falle unten fertig bauen. Das machen wir auch. Und am nächsten Tag müssen wir echt Kunsch aus. Ja. Umgucken. Vielleicht ein anderes Lager finden. Irgendwo, wo wir Stoff herkriegen. Koffer wären sagenhaft. Es gibt doch bestimmt noch irgendwelche Standorte, wo wir Koffer finden. Und in den Koffern ist ja meistens Stoff. Das brauchen wir. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo unsere Absturzstelle war. Ich bin irgendwie querfeldein. Ich weiß hier, glaube ich, von links rum sind wir gekommen. Echt weiter Weg. Das reicht gerade echt noch für ein Seil, ne? Oh, echt noch fertig. So.
Dann holen wir uns trotzdem hier unten nochmal aus der Ecke Stöcker. Und dann geht's wieder Richtung Treppe. Gehen wir hier mal unten lang. Hier lagen ja auch mal ganz gut Stöcker. Ja, liegt auch wieder. Also. Ach, wir haben noch zwei Echsen. Warane. Können wir auch erstmal auffuttern. Ach, die Irren sind da. Schnell, Speer. Wo bist du? Bist du tot? Noch einer. Alter, ich wollte die Folge mal beenden. Ihr kleinen Kannibalenviecher. Auch tot. Okay. Puh, das ging noch gut. Das ging noch gut. Die auch überhaupt nicht gesehen. Ich habe die echt nur dann gehört, ne? So, ich leg dich schon mal kurz ab. Der ist irgendwie durchgefallen, aber ich hole erstmal den anderen. Ah. Nicht durch die Falle laufen. Ey, Uvaran. Genau, auch mal gleich mitnehmen. Komm mal her. Schön mitkommen. Ich hoffe, die waren zu zweit nur, dass sie uns jetzt noch hier verraten. Also eigentlich wissen sie ja quasi, hier unten hat wer was gebaut. Ob die jetzt checken, dass ich jetzt hier wohne mitunter? Das weiß ich nicht. Ah, da ist noch ein Stein, Bäumchen, da ist noch ein Bäumchen. So doof, dass die andere Leiche jetzt da runtergefallen ist. So, hinlegen. Mal an die andere Leiche noch ran. Jupp. Gut, dass er tot ist. Jetzt hat er jetzt bestimmt Kopfschmerzen. So, Feuer an. Ja, brennen. Und ich hoffe auch, dass meine Basis nicht anfängt zu brennen. Das ist schlecht. Sieht zu dunkel aus. Oh. Frisch getrocknet. Na gut. Knochenkiste haben wir auch schon. Ah, die Schädel kriege ich nicht mehr mit. Boah.
Traue mich schon gar nicht mehr hochzugehen. Steine haben wir schon. Sonne geht schon unter. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr eigentlich hier Holz zu hacken. Aber wir brauchen ja Holz. Ach ja, hier nochmal. Können wir nochmal fertig machen. Hier habe ich zu gerade gebaut. Na gut. Machen wir das auch nochmal. Können wir das immer das mal können wir nebenbei gut sammeln hier. Weiß bloß nicht, ob das was bringt. Das ist was anderes. Ah, hier kann ich es nicht bauen. So ist auch die Tür, die offen ist. Okay. Gut, da haben wir noch jede Menge Stöcke, die wir sammeln können. Einen Baum haben wir noch rum. Dann ist doch die Folge ein bisschen länger geworden, als ich dachte oder als ich wollte. Aber ist halt so, wenn so Kannibalen einen dazwischen funken, kann ich ja schlecht aufhören mit dem Let's Play. Wie gesagt, ich fand, eine Zeit lang fand ich, dass ich hier oben ziemlich sicher war. Oder unten, weil da unten nie wieder einer kam. Aber dann kam hier oben einer, dann fühlte ich mich hier nicht mehr sicher und jetzt fühle ich mich da unten auch nicht mehr sicher. Da läuft da schon wieder einer lang. Ich habe es so ganz schemenhaft gesehen. Also es heißt, die machen dann täglich jetzt ihre Patrouille da. Finde ich nicht gut. Oh, da kommen wir nicht darüber. Uns ist schon wieder kalt. So, die letzten zwei Baumstümpfe holen wir noch. Und dann soll es das ist für heute gewesen sein. Gut, ich weiß nicht, wo die sind. Und es wird kalt. Gut, dann würde ich sagen, was ist für heute? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Kommentar wäre auch gut. Tipps und Tricks brauche ich. Und ich brenne. Ja. Das passiert mir immer wieder. Ach, hör doch auf zu brennen. Gut, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.